Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. Sieht so bescheuert aus, wenn der so läuft, ne? Ja, in der letzten Folge haben wir einige Schmelztiegel erledigt und sind Helldive begegnet, der uns nicht so fertig gemacht hat, wie man es meinen könnte. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass wenn ich den Schwierigkeitsgrad ein paar Stufen runtergestellt hätte, ich den besiegen könnte. Aber das lassen wir erstmal. Wir haben immer noch die Mission, hier einen Elefanten zu finden. Ich sollte mich vielleicht zur Camelot-Brücke da hinten porten. Ja, lass mal das. Kämpfen wir mal gegen so einen Elefanten, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich schon mal gegen einen gegen den gekämpft habe oder nicht. Also. Komm her. Elefant. Einfach Elefant. Anscheinend schon, weil sonst wird da unten ein Dialog kommen. Ja. Wir haben noch irgendwie in der Einhöhle, haben wir einen optionalen Boss auf uns warten, ne? Ne, ich noch nicht geguckt, ob wie stark der ist, aber ich nehme an, da wir ja sowieso schon ein bisschen zu früh hier in diesem Gebiet sind, nehme ich an, wenn wir den nicht schaffen. Soweit die Theorie jedenfalls. Vielleicht doch. Ich meine, dieser eine komische Oger in der Wasserprüfung. Wasserprüfung? Nee. In irgendeiner Ruine war da irgendwie so ein Troll oder so. Und der war läppisch einfach. Boah, das Gebiet haben wir das schon mal so erkundet. Ach ja, in der Dingens. Ich habe mich mal in der Dingens im Windturm umgeguckt. Da wartet auch noch ein optionaler Boss. Habe ich gesehen. Also genauso wie im Dings, in der Wasserprüfung, wo in der Mitte, da wo wir, ich gehe falsch, wo wir die Prüfung abgeschlossen haben, dieses eine Gebiet, diese Plattform, da war ja auch irgendwie so ein optionaler Boss, den haben wir glaube ich noch gar nicht erledigt, ne? Ja, was in der Windprüfung ist jetzt auch so ein Boss aufgetaucht, müssen wir auch noch irgendwann kaputt hauen. Sind noch allgemein sehr viele Bosse. Übrigens, ich glaube auf Level 60 versuchen wir mal wieder ein paar. Da hinten sehe ich schon einen Monolith. Oder einen Baum. Kaktusblüten. Keine Rose ohne Dorn. Okay. Oder keine Rose. What? トゲがあるのはバラクライなの。美しい花を代表して言葉座にするな。一言で言えば傲慢。きっとバラの陰謀よ。なるほど。じゃあサボテン目線だと。鋭いトゲにも花がある。やった。ハモった。口。What? This. Mein Gott. Edna ist echt nur zum Trollen da, kann das sein? Wäre schon wieder so ein Zombie. Danke. Ich meine, wie gut das Tier. Oh. Ach so, ist ein Baum. Ich finde gut, dass so viele Mimik-Zombies auftauchen. Weil die geben 2300 Erfahrungspunkte. Das ist schon ungefähr ein halbes Level ab. So. Besonders. Bei Offscreen-Trainingseinheiten ist das sehr nützlich. Nur genau da finde ich sie ja nicht. Ja, der Elefant, der ist wohl bestimmt da, ne? Also gegen Helldive haben wir geschafft, voll lange zu überleben. Wenn wir aber gegen Boss auch schaffen, zu überleben, oder? Quarzschwert, okay. Ja, storytechnisch haben wir jetzt schon lange nichts mehr abgeschlossen, finde ich. Sorry. Aber ich bin immer noch sehr. Das Wort nochmal. Paranoid, mein Gott. Ich bin sehr paranoid, was irgendwie die Verfügbarkeit der Nebenquests hier so angeht. Ich denke da mal so an Tales of the Abyss zurück. Wo du immer nur so einen ganz kleinen Rahmen hattest, wann die Nebenquests verfügbar waren, wann du sie abschließen konntest.
Und wenn du in der Story weit genug warst, dann konntest du ihn nicht mehr abschließen. Und ja, nicht Elemental sowie Geistschinder können bestimmt verbesserte Starts verwendet und auf den Weg übertragen. Okay. Deswegen tue ich immer so gut wie alles Nebenquest-mäßig hier versuchen zu erledigen. Er hat bestimmt einige Sachen verpasst. Also ja, soll ich dagegen machen? Ist halt passiert. Ist der erste Spieldurchlauf, kann man nicht alles erreichen und alles wissen. Oh mein Gott. Ich versuche so viel wie möglich jetzt zu entdecken, wo ich in der Story weitermache. Aber wenn ich so an Graces F zurückdenke, da war halt auch nicht so, ja, extrem mit der Verfügbarkeit. Also glaube ich nicht, dass das in dem Spiel auch so ist. Ist ja nicht so, als würde ich das Spiel die ganze Zeit auf Graces F irgendwie beziehen. Nein. Mal irgendwie nachgucken, ob das wirklich so von den exakt gleichen Machern ist. Müsste ja Team Destiny dann sein, ne? Die sind da, glaube ich, hier für die Tales of Destiny war ja das erste so mit so SK oder SA oder CC, CA, wie auch immer das hieß. Und das hier scheint ja ganz offensichtlich auch auf dieses Kampfsystem so zu basieren. Die Entdeckungen sind auch wieder da. Also vor allem die Skizzarts, die sind ja auch hier irgendwie so. Weil ich sind ja nicht mehr so Porträts oder so, wie es in Xillia und Xillia 2 war, also typisch Tales of. Das war ja, sind da so, ja, ganze Figuren, die gezeigt werden. Ja, das habe ich mal gedacht. Den Skizz und ja, war in Graces TV so, also nehme ich mal an. Okay, in Tales of Destiny weiß ich nicht, ob das so war, ich glaube nicht. Oh ja, scheint da ganz eindeutig auf Graces F zu basieren. Und so, jetzt machen wir weiter hier, anstatt irgendwie Theorien aufzustellen und Fakten nachzugucken und was weiß ich. Ich muss auch voll viele Entdeckungen finden, merke ich. Muss ich ausqueen irgendwie suchen. Weil glaube ich nicht, dass das so spannend wird, wenn ich halt aufnehme. Vor allem, wenn ich keine finde. Ich finde das Gebiet aber toll, ja. Im Wüstengebiet. So, jetzt müssten wir, wenn wir hier so entlang gehen, mal endlich. Hallo. Na? Angefallen des riesigen Elefantenbrich, davon muss es eine rationale Erklärung geben. Halluzination zum Beispiel, eine Herde wilder Tiere, ja. Der Elefant ist nur eine Halluzination, genau. Quarzpapier, ich glaube schon Topaz, glaube ich, ne? Gucken wir mal. Ja. Mein Gott, warum weiß ich das auswendig? Ah! Hab ich gar nicht gesehen, Mann. Jetzt gar nicht drauf geachtet, ich habe irgendwie hier so geguckt, so ist hier irgendwas. Nö. Das wäre ein Kraut, ja, ich benutze die, wenn ich so über 10 habe immer. Ich schaffe das Spiel ja auch so, also keine Sorge. Ich habe einige optionale Bosse, die ich halt nicht sofort machen kann, aber später. Sagen wir, aber jetzt hier so was aus wie ein Tales of Xillia. So ein typisches. Boah, hat er mich von da aus gesehen? Leck mich. Sind sicher. Wir lassen meine SA wegen euch. So um, weiß ich nicht, ein Viertel. Ja, das ist eine goldene, oder? Ja, schon wieder so ein Feuer. Boah. Das ist noch so ein Kraut, geil. Nehmen wir das direkt. Joink.
Wenn ich vor den Gegnern flüchte, spawnen die dann wieder? Ja, ne. Ich glaube schon, so, dem bin ich aus dem Weg gegangen. War schon wieder einer. Wölfe, die sehen mich irgendwie von Kilometer weit entfernt, habe ich das Gefühl. Irgendwas Verdächtigen ausschalten. Ich habe schon wieder Entdeckungen hier verpasse. So wie sonst auch immer. Da könnte es wahrscheinlich nützlich sein, wenn ich Aktionspunktsuche aktiviere. Ja, ne? Kann ich ja mal Offscreen aktivieren. Oh, ist eine Truhe. Die habe ich gesehen, bevor das Ding hier erschienen ist. Ja, schon wieder eine goldene, ne? Boah, ich brauche einen Goldschlüssel. Irgendwie bringt Aktionssuche nichts, wenn... Oh, da ist der Elefant. Der sich sehr verpixelt bewegt irgendwie. Irgendwo eine Speicherung in der Nähe, bestimmt da vor dem nächsten Gebiet oder so, ne? Bestimmt irgendwo ein Speicherpunkt. Aber lass mich erstmal speichern. Hey, perfekt. Das habe ich doch gesagt. Ich kenne das Spiel schon so gut, habe ich das Gefühl. Ja, du gehst... Boah, jetzt geht der extra da weg. Da vorbei, da muss ich hier extra rum und der hat mich trotzdem gesehen, Mann. Ist da ein Schmelztiegel da hinten? Ne, das ist das nächste Gebiet, ne? So, speichern wir mal hier und versuchen wir den Elefanten. Werde ich aber schaffen, das ist ja eine, weiß ich, Quest. Nehme ich jetzt mal nicht an. Ich stelle mir jetzt auch nicht vor, als so ein Elefant, der groß, stark und langsam ist, irgendwie schwer vor. Kann ich bestimmt genauso leicht erlegen wie diesen Troll. Maus Interesse, was ist hier? Kann ich aber noch nicht sehen, ne? Nö. So, Elefant, komm her. Da ist ein Schmelztiegel. Bestimmt der von Diesel, ne? Hm. Gucken wir mal. Ich soll vielleicht erstmal auf den Elefanten losgehen, ne? Und da ist ein Norman. Ja, schon gesehen, bevor die Dinger aufgetaucht sind, meine Güte. Gegen gepanzerte Gegner, ja. Pleite, was? Schon irgendwie so eine Anspielung am Plate oder irgendwie sowas. Platte, Panzer, irgendwie so weit. Da ist ein Speicherpunkt ausgezeichnet. Joink. Hier wirbelt eine bedrohliche Bosheit umher. Jetzt solltest du besser nicht eintreten. Okay. Dann nicht. Ich wette, das ist irgendwie für Alicia und so, weil Alicia bekomme ich bestimmt so ungefähr jetzt. Die bekomme ich jetzt bestimmt, wenn ich gleich in die Glyphid-Senke gehe. Also ich werde das vielleicht doch heute machen. Weil ich kann schon Schleifen kaufen in Logrin. Da ist ein bisschen verdächtig. Ja, ich glaube, ich soll jetzt aber nochmal speichern gehen, ne? Speichern wir nochmal. Weil, ja, warum ist denn so weit entfernt vom Speicherpunkt? Mann! Ah. Ich muss schon sagen, wenn mich der Vogel gesehen hat, ne? Ah, okay. Dann los. Okay, du Dumbo, jetzt mache ich dich fertig. Ich stelle mir ihn irgendwie nicht schwer vor. Ich kann ihn bestimmt irgendwie mit Cleo erledigen. Hey, da hinten ist noch ein Dorf, sehe ich gerade. Ja, sieht auch so aus, irgendwie von weitem auf der Karte. Hi, na? Hi, Fund. Und du bist Level 68 und hast viel AP.
Und du bist nicht anfällig gegen Wasser, verdammt. Aber gegen Wind, aber Wind ist jetzt nicht so. Elefanten-Lily und so. Wow. Ja, vielleicht ein Gericht benutzen sollen, ne? Ich habe mir halt so gedacht noch, ne? Oh. Bevor ich so in den Kampf reingehe, aber ich habe es natürlich nicht, bevor ich in den Kampf reingegangen bin, bedacht. Mein Gott, der lässt sich ja voll fertig machen. What? Nochmal. Was? Angriff plus 8 Verteidigung. Ja, zählt dazu Angriff oder Art Verteidigung? Art Angriff. Komm, den schaffen wir ja wohl, der ist nicht so schwer. Oh, du bist schon wieder an so einem bescheuerten Ort hier. Alter! Sag ich nur von dem Wasseratmen wegbleiben. Oh, er greift so langsam an, den werde ich aber schaffen. Ja, dann schaffen wir ihn auch noch hier so zu ketten. Also, voll geil. Ich habe irgendwie nur 4000. Mein Gott. Ich muss seinen Wasseratem einsetzen. Der tut weh. Wenn ich an den Kampf gegen diese Viecher aus Final Fantasy 13, wenn ich zu Erdbeben einsetze. Schweiß ist halt nicht ein Zauber. Du kannst zaubern. Leck mich. Der trifft aber irgendwie nichts, kann das sein? Oh Mann, echt. Vor allem immer Layla. Boah, echt? Boah, ehrlich? Nein, nein! Ah. Was 4000 noch, ehrlich? Ja, super, du Vollidiot. Muss ich warten, bis Dingens wieder am Leben ist. Warum macht der nicht fertig, verdammt? Edna ist noch nicht am Leben. Ja, komm auf mich los, gut. Leute, pass auf, verdammt. Ihr werdet alle leben. So, jetzt leben alle. Doch keine Erfahrungspunkte hier verschwinden, hallo. Sehr gut. Oh. Was ein beeindruckender Gegner. Oh, du bist der Dingens. わしは何をしてしまったんじゃ。それはお化け像になって幼少人を襲っちゃったんだよ。なんということじゃ。それで老狐の人が困っちゃってね。私たち、それを何とかしたくて。老狐同士信仰の民か。加護天族はおらんの。だ、こっちと一緒や。それでも信仰を守って
私自身が氷魔になって信仰を貫いている人間を苦しめるとは恥ずかしい限りじゃ。もう過ぎたことでくよくよしない。大事なのはこれからどうするかでしょ。アラカンさんはかなりの力をお持ちとお見受けします。ログリーの加護をお願いできないでしょうか。器は俺たちが探すから。 純粋な人間たちが住み続けた場所なら、ローグリンの塔自体を器にできるじゃろうて。じゃあ、むしろわしから頼みたい。せめてもの罪滅ぼしじゃ。ありがとう。よろしくね。きっと祭られがやるから。 Gut, dann mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Junge, was ist das, Raff? Alternative Farbe, endlich mal. Eigentlich hat Mikleo mal eine andere Klamotte. Point weiß, sehr gut. Er sieht ja noch mehr Swag aus. Sie hat den Weiß, sie hat Weiß, er hat Weiß, ja, sie hat Schwarz als Dings. Alle in Weiß, meine Güte. Ist auch was im Weiß? Okay. Ja, sehr gut. Gucken wir nochmal in diesen einen Dorfchen hier, Dörfchen nach Dorfchen. So, wir jetzt keine, ich wollte schon sagen, Oase in der Wildnis. Ab hier um 1, ja. Geil, dann kann ich mir jetzt immer merken, wo die ganzen Dingens waren, die ganzen Entdeckungen, dann kann ich die alle noch mal später aufsuchen, weil nehm an, irgendwann später sind dann ein paar Skits da verfügbar. Supi. Oh, geh weg, echt, ich habe gerade einen riesigen Elefanten fertig gemacht. Denkst du eigentlich, du hast eine Chance? So ein Drecks, so eine Drecksmühle. Und da ist ein Speicherpunkt ausgezeichnet. Und das sieht aus wie dieses eine Dorf in der Nähe von Damensee. So, speichern wir mal hier. Ja. Ah, okay. Mehr AP bekommen, Boss erledigt, Herrscher des Landes freigeschaltet, ausgezeichnet. Machen wir dem mal ein paar, geben wir dem mal ein paar Gaben. Boah, Level 1. Hier, du kannst mein ganzes Essen haben. Nimm das aber, verschone mich. Ja, hat schon was, wenn man die ganze Zeit Snack-Zubereitungen macht, ne? Ich bekomme dauerhaft neue Sachen, also, ja. Ist bestimmt nützlich. Ja. Jetzt bist du Level 3. Bei dir, Reisepause. Okay, da wartet eine Medusa, ähnliche Kreatur. Was für eine Vorahnung hatte Rose denn? Die hat doch gar nichts gesagt, oder? Ich bin viel zu früh, habe ich das Gefühl. Okay. Zeit haben wir denn nicht mehr viel. Wäre natürlich toll, wenn wir diesen Boss auch noch schaffen würden. Aber meine Magengegend verrät mir irgendwie, ne. Aber man kann es ja mal versuchen.
Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. Okay. Horsa. Ach so, das mit den Irrsteinen ist das hier. Okay, das hier ist Horsa. Steno. 72. Wie stark bist du? Nicht so stark. Was? Warum ist die Angriffskraft nicht so hoch? Das ist so verdächtig. Meine Verstärkung aufzuhalten. Die einfache ist wahrscheinlich die Ansammlung bestimmter Bonusfertigkeiten. Am besten lässt du dich jedoch gar nicht erst treffen. Diesel. Okay, die lässt sich irgendwie fertig machen. Bis jetzt. Aber mit der Versteinerung stimmt, dann ist natürlich wieder ein Problem. Okay, ich dachte jetzt. Warte mal, bist du gegen? Komm mal her. Machen wir mal den ja. Oh ne. Sag mir nicht, du bist jetzt versteinert, sondern. Okay, ich kann nicht wieder beleben. Wenn nur ein One-Hit K.O. ist, dann kein Problem. Ich dachte, das ist so wie ein Dings. Wie gegen diesen einen Boss hier, gegen diese Kardinalin. Schraubenzieher, was? Feuer, okay, Feuer bist du anfällig halbwegs. Sorry, ja, habe ich irgendwie kommen gesehen. Lässt du mal Dings. Oh. Und die tun sich wieder. Oh. Ah. Habe ich aufgepasst, na? Staunt da was? Du kannst aber auch nicht auf mich losgehen, ne? Boah, Alter, gibt's doch einfach nicht. Ja, ich weiß noch, Diesel kannst du nicht mit Gorgonenauge kaputt hauen, weil er blind ist, nehme ich an. Ja, natürlich ist er blind. Ja, haben wir irgendwann gesagt. Was hat er sich auch gehalten? Jetzt haben die sich wieder getrennt, Mann. Ich ziehe irgendwie nichts ab, habe ich das Gefühl. Was, sorry, was machst du eigentlich? Ja, der geht die ganze Zeit drauf. Ja, genau, geh auf mich. Boah. Alter, was macht der denn? Der geht die ganze Zeit drauf. Na toll, jetzt habe ich keine Dings. SA. Und den einen Angriff einsetzen. Jetzt geht er irgendwie auf mich los, nur. Ja, ich weiß, Ray ist noch nicht am Leben. So, jetzt fragt mich. Die geht schon wieder auf den los. So, jetzt folgt einfach ganz schnell. Ich habe keine SA, Mann. So ein Level 72 Gegner ist halt echt armselig. Was? Steinerung. Was?
War jetzt nicht echt, oder? So, okay. Nein. Oh, sehr gut. So, das macht ihn fertig. Alter! Ah, echt jetzt? So, wir sind voll geil. Was machst du jetzt? Oh, das ist doch einfach nicht, ey. Ich krieg die nicht hier, dass die am Leben bleiben. Also jetzt kommt die irgendwie mit so einem Blitzschlagangriff, ja. Noch mehr. Nein, nein, nein. Sag mal. So, machst du halt irgendwie extra? So, jetzt fahr ich verdammt nochmal. Gibt's einfach nicht. Boah, jetzt fährt die auch noch ab. Sorry, wenn du jetzt verreckst, ne? Ja, der verreckt, oder? Ja. Boah. Alter, was ist... Hat der so eine niedrige Verteidigung, oder was? So, komm her. Das weiß ich doch. Das gibt's doch nicht, verreck. Meine Güte. Das war nervig. Ja, okay, verreck. Ist das die Kardinalin? なぜあんな女に。しまった。もう遅い。迷った。スレイ。済んだことは仕方ない。 Okay. Level Aufstieg, sehr gut. Dann gehe ich mal kurz zurück und speichere. Und wir sehen uns dann in der nächsten. スレイ、通気橋のこと思い出してたっしょ。一瞬だけ。迷っちゃうならどっかの宿で待ってれば。私片付けとくし。何言ってんだ。ロゼだけじゃ浄化できないだろ。 けど、やれる。そんなの。スレイ。迷ってたらその隙につけ込まれちゃう。敵を気遣ったせいで仲間が傷つくなんて絶対嫌。つまり俺は邪魔だっていうのか。そう。待ってくれ、ロゼ。スレイはミクリオさん、ここは。もう迷わないから。別に迷うなって言ってんじゃないけど、やるってんならしっかりやろう。ああ。なんだよ。 Elfenohren, okay. Ich speichere ja und wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.